Minecraft, aber alle 60 Sekunden werde ich einfach größer. Wie lange werde ich überleben? Was wird passieren? Und vor allen Dingen, Leute, was mache ich, wenn ich zu groß bin, um in Türen reinzupassen? Das wird ein Problem werden. Es wird spannend, es wird gefährlich und es wird ein krasses Experiment. Bleibt bis zum Ende des Videos dran, um nicht zu verpassen. Lasst ein Like und ein Abo da und wir fangen direkt an. Und da geht es auch schon los und schaut mal her, wie klein ich bin. Leute, ich bin so groß wie ein Grashalm. Ich bin so ungefähr... sagen wir mal 5 cm groß, würde ich jetzt einfach mal schätzen, vielleicht sogar 10 ungefähr, auf jeden Fall sehr, sehr klein. Wir sehen im Hintergrund ein riesiges Dorf, zumindest aktuell ist es noch riesig, wenn wir größer sind, wird es natürlich immer kleiner, aber jetzt sieht es noch so riesig aus, Leute. Können wir dieses Dorf erreichen und Minecraft besiegen und vor allen Dingen, solange wie es geht, überleben? Das werden wir jetzt erfahren. Denn es wird natürlich mit jeder Stufe schwieriger. Einmal pro Minute werde ich größer. Zum Glück sind hier keine Monster. Ich weiß auch nicht, ob mein Schaden... Oh mein Gott, oh mein Gott, ist das riesig! Ob mein Schaden jetzt auch weniger ist. Ich habe 4 Leitern und 4 Blöcke Dirt habe ich auch dabei. Also Erde, um mir ein wenig zu helfen, wenn ich mal irgendwo hoch muss. Denn ihr könnt es jetzt gleich sehen. Oha, ich bin gewachsen. Wie groß bin ich jetzt? Ich bin so groß wie diese, wie der Grashalm jetzt. Würde ich sagen, ich bin ums Doppelte gewachsen. Ist das immer das Doppelte? Ich muss jetzt hier eine Leiter verwenden, um hier hochzukommen. Denn ich möchte ja zum Dorf. Ich muss mich schnell ausrüsten. Ich brauche Essen vor allen Dingen. Schaut mal unten rechts. Mein Essen geht runter. Oh, oh. Ich glaube, ich muss die Leiter hinter mir wieder abbauen und aufheben. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Sonst habe ich nicht genug. Nein. Leiter, komm her. Ah, egal, ich habe keine Zeit. Ich möchte gerne hier vorne zum Heu. Das, ja, die Rechnung habe ich aber ohne die Mod gemacht, denn ich komme dort nicht hin. Es sei denn, ich kriege jetzt die Leiter wieder aufgehoben. Ja, hat sehr gut geklappt, Candy, sehr gut. Minecraft-Profi. Ey, bitte. Och, Mann, ey. Diese Challenge ist so schwer. Hey, ich war auch komplett drinne. Ey, das ist doch Betrug. Nochmal. Bro, was? Oh, ich bin gewachsen. Aber ich glaube, ich kann immer noch nicht hochhüpfen. Was ist das? Hallo, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, bitte! Ey, nein. Okay, so, jetzt passt auf, Leute. Man muss einfach mal sein gesamtes Gehirn benutzen. Bop. So, so. Oh nein, ey, Leute. Ey, nein. Wow. Ich bin, wirklich, also ich bin komplett aufgeschmissen. Wir nehmen schnell Heu mit. Ich hoffe, dass ich jetzt bei der nächsten Minute, wenn die volle Minute jetzt, wenn die Minute voll ist, dass ich größer werde und hier hochhüpfen kann. Das ist meine Hoffnung. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Jetzt muss ich warten, bis ich größer werde. Ich komme hier nicht hoch, oder? Nee, ich kann auch nichts platzieren unter mir. Nee, kann nichts machen. Hier, die Blumen nehmen wir mit. Komm, jetzt noch einmal größer werden. Oh, okay. Ja, aber richtig knapp. Ich komme hier ganz, ganz knapp hoch. Schaut mal hin. Gerade, ach hier nicht, ah, ich komme nur da, wo dieser Weg ist, wahrscheinlich sind deswegen diese Wege auch hier, okay, nur da, wo der Weg ist, komme ich hoch, weil mir noch ein Millimeter fehlt, na gut, also Heu fürs Essen, dann brauche ich Holz, ich brauche Stein, für Tools, ich muss natürlich Tools haben, ich brauche ein Schwert, wenn es Nacht wird, kommen Monster und greifen mich an, ich kann nicht mal diese Treppe hier hochlaufen, schaut mal, ich laufe da einfach gegen, okay, haben wir hier eine Kiste vielleicht, eine Kiste haben wir hier nicht, aber ein Bett, das Bett nehmen wir natürlich mit, damit wir auch respawnen können. Jetzt muss ich hier überall auf dem Faden hochlaufen, solange bis das nächste Level noch nicht da ist. Wenn ich jetzt noch einmal wachse, sollte ich easy hochkommen. Und dann beginnt schon, sage ich euch ehrlich, die schwierige Phase. Denn dann ist es ein Rennen gegen die Zeit. Wenn ich zu groß bin, um in eine Tür reinzukommen, wird es schon schwierig. Wie soll ich in eine Höhle gehen? Wie soll ich Diamanten bekommen, wenn ich immer größer werde? Oh, ich bin größer geworden. Würde ich sagen, ist jetzt die normale Größe, oder? Das fühlt sich jetzt an, als würde ich normal Minecraft spielen. Und ich sehe gerade, im Chat steht auch, du bist gewachsen. Super, Candy. Ah, vielen Dank, vielen Dank. So, essensmäßig sollte es jetzt erstmal reichen. Jetzt brauchen wir Holz. Und ich würde gerne hier in die Kisten schauen, wenn hier welche sind. Ich nehme mal hier das Holz netterweise mit. Oh Mann, ey. Schneller, 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 Candy. So. Eine Minute zwischen den Leveln. Zwischen dem Wachsen habe ich eine Minute Zeit. So. Jetzt schnell sein. Zack. Zack. Und abbauen 3 Stück. Oder nehmen wir 6. Nehmen wir lieber 6 mit. Stone Age. Warum habe ich das Spiel auf Englisch eigentlich? Gut, ich musste gerade das neu installieren für diese Mod. Vielleicht deswegen. Aber ich habe jetzt nicht die Zeit, es umzustellen. Ich kann es nicht umstellen. Ich habe die Zeit nicht. Ich bin gewachsen. Ist aber kein Problem. So. Zack. Axt. Schaufel.
Und Spitzhacke. Wir sind auf jeden Fall ready. Wenn ich schon mal hier bin, Brot. Zack, 64 Brot. Brauchen wir nie wieder mehr. Und jetzt können wir weitermachen. Okay. Oh mein Gott, ich muss mich ducken, um in die Tür reinzukommen. Nein, nein, nein. Wenn ich jetzt noch einmal größer werde. Oh, Kiste. Wichtig, wichtig. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Wenn ich jetzt größer werde, komme ich nicht mehr raus. Da muss ich mich immer reinbauen. Ich muss mich jetzt ducken, um in eine Tür reinzukommen. Alter. Das ist ehrlich schwerer als gedacht. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht die falsche Taktik verwendet habe. Denn vielleicht hätte ich erst in eine Höhle gehen müssen. Eisen und Diamanten suchen. Weil jetzt so in eine Höhle rein wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schwierig. Ich werde ja immer größer. Wir sind erst 6 Minuten in der Challenge und ich bin schon größer als eine Tür. Gerade jetzt bin ich wieder größer geworden. Oh nee, Leute. Ich komme hier nicht mehr rein. Ich muss jetzt immer den Block da drüber abbauen. Und selbst dann bin ich zu breit, oder was? Oh nee. Okay. Meine Taktik ist es aber nach wie vor Kisten, so wie hier. Zack, zack. Wir haben Äpfel und Kartoffeln, passt. Jetzt muss ich Eisen. Ich muss irgendwie an Eisen kommen. Ein Schmiede wäre hier gut gewesen, aber ich muss jetzt Eisen besorgen. Oh, 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 oh. Ich muss jetzt hier irgendwie noch ganz schnell in diese Höhle. Wir müssen Kohle besorgen und Eisen. Also zumindest Eisen, dass ich mit Eisen zum Enderdrachen gehen kann. Denn das Enderportal ist durch die Mod offengelegt. Also ich weiß, wo es ist. Ich kann da einfach hingehen. Und wir können ins End gehen und versuchen, mit dieser Größe den Enderdrachen zu besiegen. Also quasi Minecraft in der vereinfachten Version. Werdet ihr gleich noch sehen. Also wir werden in diesem Video auf jeden Fall, sollte ich nicht draufgehen, den Enderdrachen noch versuchen anzugreifen. Mit den Waffen, die ich dann zu dem Zeitpunkt habe. Oh! Komm, 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 komm. Weil das ist nur die Vorbereitungsphase, die ich hier gerade bestreite. Okay, wir haben Kohle. Aber wir haben kein Eisen. Oh mein Gott, ich bin schon sehr, sehr groß. Und meine Waffen wachsen sogar mit mir. Habe ich jetzt einen riesen Apfel in der Hand? Boom. Ja, krass. Unter Wasser vielleicht? Da sind Pferde. Da kommt Sand. Nee, ist das Sand? Ich bin mir gerade unsicher. Ich würde sagen, ich nehme die Türen, die ich noch über habe, sehr gut mitgedacht. Gehe unter Wasser. Und wenn ich Eisen sehe, baue ich es ab, weil unter Wasser ist egal, wie groß ich bin. Dann werden wir uns eisenmäßig schnell ausrüsten und dann zum Enderdrachen. Das ist unser Plan. Eine Fackel kann ich mir auch gleich nochmal schnell craften. Oh nein, dahinter mir ist der erste Gegner. Oh oh, okay, easy. Ich dachte gerade, ich kriege keine Luft hier unten. Oh mein Gott, guck mal, wie groß ich bin. Ich weiß nicht, wie lange ich hier noch Luft holen kann und ich bin wieder gewachsen. Schaut mal, ich kann keine Luft holen. Ich müsste 2 Türen übereinander bauen. Oder da so reinschwimmen. Oh, oh, oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, komm. Einfach nur ein bisschen Eisen. Ein Schwert brauche ich. Ein Eisenschwert. Weil ich kann ja die... Und ein Bogen wäre ganz krass. Weil im End, sage ich euch ehrlich, kann ich ja ganz easy die Kristalle, die oben auf diesen Türmen sind, vielleicht blende ich sie euch eben ein, kann ich ja ganz easy mit der Hand einfach zerhauen. Ich kann mit der Hand draufschlagen, weil ich so hoch bin. Aber es sieht ehrlich schwer aus. Ich muss, glaube ich, mit Stein rein. Oh nein. Oh nein. Okay. Ah! Kritisch. Ich muss aus dem Wasser raus, wenn ich das überlebe. Ich muss aus dem Wasser raus. Ich kann nichts machen. Das war's. Ich kann nichts machen! Nein! Oh Mann, ey. Ist aber gar nicht weiter schlimm. Ich werde jetzt noch nicht aufgeben, denn ich werde eine andere Taktik versuchen. Das gerade war eine schlechte Taktik, war auch das erste Mal. Aber... Ich werde jetzt eine andere Taktik versuchen. Ich habe jetzt aber einen Nachteil. Und zwar werde ich jetzt erstmal schneller wachsen. Und ich starte auch schon größer. Das heißt, ich habe weniger Zeit. Holz war richtig gewesen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was für eine Taktik hättet ihr verfolgt. Vielleicht mache ich da noch mal ein Video, in dem ich versuche, meinen Rekord zu brechen. So, das war alles schon mal richtig. Wir haben Holz. Oh, ich stecke jetzt schon hier im Baum fest. Wir gehen hier rüber, craften uns schnell Tools. Dann gehen wir, oh mein Gott, in diese... übertrieben krasse Höhle rein. So, Tools auf schnell. Ja, ich wachse jetzt schon. Oh nee, Leute. Wir brauchen 7. Oh, wenn ich jetzt auch noch ein Schwert will. Nee, Schwert muss ich aus Eisen haben. Also mit dem Holz, mit dem Steinschwert brauche ich nicht beim Enderdrachen aufkreuzen. Ich könnte jetzt jederzeit zum Enderdrachen gehen, sobald ich mich dafür bereit fühle. Denn es kann auch zu spät sein. Wenn ich zu groß bin, kann ich nicht mehr zum Enderdrachen gehen. Dann werden andere Probleme sein. Ich werde den Enderdrachen vielleicht gar nicht sehen. Ich bin außer Reichweite. Und andere Probleme können sein. Deswegen, Stein haben wir. So, Axt. Ich meine, Spitzhacke, jetzt die Axt. Schaufel. Okay. Und jetzt geht's weiter. Wir brauchen Kohle zum Schmelzen von Eisen. Und wir brauchen Eisen. Oder sogar Dias. Wenn ich jetzt diese Höhle sehe, da denke ich schon eher an Dias eigentlich. So. Wie viel Kohle nehme ich mit 10? Ich denke, 10 sollte reichen. Wir brauchen noch Fackeln vielleicht, damit ihr was sehen könnt.
sehr, sehr schwierige Challenge. Ihr könnt sie gerne zu Hause mal nachmachen. Aber ich sage euch ehrlich, es ist sehr, sehr schwer. Es kann auch sein, dass ich jetzt nochmal drauf gehe. Ich habe schon die nächste Taktik überlegt. Jetzt kommen hier schon Zombies. Okay, sehr gut. Wir haben 11 Kohle, passt. 1 Kohle werde ich für Fackeln benutzen. So, Fackeln in der Offhand. Und jetzt brauche ich Eisen. Komm schon. Das kann doch nicht sein, dass hier kein Eisen ist, Leute. Das kann es nicht sein. Niemals. Hä? Das kann nicht sein. Okay, ein bisschen Glück gehört natürlich auch zur Challenge dazu. Ich habe keine Baublöcke so richtig. Mann, ey. Leute, schreibt jetzt in die Kommentare. Meint ihr, ich werde es schaffen und den Enderdrachen besiegen? Oh, wichtig. Aber ich komme nicht tief genug. Ich komme nicht tief genug. Geht es hier vielleicht weiter runter? Das ist immer so ein Trick so in den Ecken. Aber Wasser, ganz, ganz schwer. Wasser ist keine Taktik, die ich hier empfehlen kann. Oh nein. Oh, oh. Okay. War das ein Dir? Nee. Mann. Ich werde immer größer. Ich muss jetzt eine Lösung finden. Ich muss mir jetzt etwas überlegen. Und ich sage euch ehrlich, ich gehe hoch. Hier unten ist nichts. Ich muss hochgehen. Geht's da vorne lang? Warte, hier geht's glaube ich, lang. Ich komme nicht lang. Ich bin zu groß. Nee, wir müssen hoch. Jetzt kommt noch so ein kleiner Zombie. War das ein kleiner Zombie oder ein normaler? Das ist ein normaler. Ich dachte, das wäre so ein Baby gewesen. Oh, Eisen. Wichtig. Ein Eisen. Kann ich mir eine Schaufel von basteln? Was soll ich denn mit einem Eisen? Ich muss ganz schnell sein, weil jetzt gleich muss ich mich schon ducken. Ich komme hier kaum mehr durch. Schaut mal. Ich komme hier kaum hoch. Wenn ich jetzt wachse, ist Feierabend. Nein. Nein. Oh, oh. Eisen. Ey, bitte das noch. Ich muss hier raus. Ich muss hier ganz schnell raus. Oh, Mann, ey. Ich muss super schnell hier... Was mache ich? Bitte, Candy, streng dich doch mal an. Okay, wir haben genug Eisen für ein Schwert. Das reicht uns schon. Das reicht schon. Jetzt abhauen. Raus hier, bevor ich wachse. Ey, bitte. Ich komme nicht hoch. Ey, nee, ich wachse doch jetzt. Nein, 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 nein. Oh, nee. Okay, wenn... Nee, das war's. Ich glaube, Höhle ist auch keine Taktik, die man verfolgen sollte. Schaut mal. Wenn ich jetzt einmal wachse, dann... Ich muss zu viel abbauen. Das schaffe ich zeitlich nicht. Dann bin ich ja länger hier am Abbauen. Erstmal, als das Video lang ist. Und vor allen Dingen, pro Minute wachse ich ja trotzdem weiter. Ich bin geduckt. Nein. Okay, noch passe ich durch. Okay. Okay. Schmelzen. Ab zum Enderdrachen, so schnell es geht und den ersten Versuch machen. Wenn ich ihn nicht besiegen kann, dann machen wir einfach noch einen Versuch. Oh mein Gott, aber wie schnell ich jetzt hier laufen kann. Oh mein Gott! Und mittlerweile, schaut mal, wie groß ich bin. Boom. Okay, jetzt brauche ich eine Werkbank. Schnell. 2 Öfen, damit ich schneller schmelzen kann. Obwohl es voll wenig Eisen nur ist. So, dann bereite ich hier die Sticks, habe ich. Müll weg. Okay, komm, gib mir das Eisen. Schnell, 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 schnell. Und ich werde dann direkt zum Enderdrachen gehen. Nein, ich habe Eisen rausgenommen. Nein. Okay, fürs Schwert reicht's schon mal. Zack. Ich habe keine Rüstung. Nichts. Ich habe nicht mal Essen. Essen muss ich noch holen. Ich muss zum Dorf, wo wir gespawnt sind. Ich muss Essen haben, sonst kann ich hier gar nichts anrichten. Kürbisse? Kann man Kürbisse essen? Ich glaube, roh nicht. Die müsste man verarbeiten. Wo ist das Dorf, bitte? Komm schon. Wo ist das Dorf? Na los. Oh, okay, wir gehen zum Enderdrachen. Jetzt kommt der Kampf gegen den Enderdrachen. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ich kann so nicht überleben. Ich regeneriere mein Leben doch gar nicht. Ich brauche Essen. Ich muss irgendetwas Essbares haben. Jetzt kann ich nicht mehr sprinten. Oh, okay, zweiter Versuch. Enderdrache, let's go. Und es geht los, Leute. Ich bin hier am Ende. Jede Minute werde ich nach wie vor größer. Werde ich den Enderdrachen besiegen. Wir werden es jetzt sehen. Let's go. Okay, Enderdrache, dann komm mal her. Ich habe hier eine Challenge zu erledigen. Ich bin wirklich mit einer guten Größe reingekommen. Ich bin jetzt noch nicht übertrieben groß. Das heißt, ich wachse jetzt noch im Laufe der Zeit. Wie ihr gerade seht, du bist gewachsen. Super, Candy. Wie kann ich diese Dinger jetzt wegmachen, ohne selber dran zu sterben? Das ist jetzt die Gefahr. Oh, nee, Leute, ich sehe es schon kommen. Ich muss hier irgendwie... Okay, ich habe Schaden bekommen. Ich kann mich nicht heilen. Das war es komplett. Das geht sowas von krachen, Leute. Diese Challenge geht komplett krachen. Ich brauche mehr Glück, eine bessere Taktik und vor allen Dingen einen frischen Spawn. Oh mein Gott, ich wurde gerade abgeschossen. Ich muss noch einen höher. Habe ich es erledigt? Ein Herz. Nee, das war's. Ich habe keine Baublöcke. Oh, ist das schwer. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, Leute. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie würdet ihr das Ganze angehen? Sollte ich vielleicht jetzt hier am End noch Enderperlen farmen, um mich teleportieren zu können? Und einen Bogen. Ich brauche auf jeden Fall einen Bogen. Ansonsten wird das hier gar nichts. Ich bin wieder gewachsen, aber ich kann nichts machen.
Ich kann nichts machen. Ich müsste jetzt hier die Baublöcke abfarmen. Oder warten, bis ich richtig groß bin, damit ich diese Perlen bzw. diese Kristalle hier oben abbauen kann. Ich gehe mal wieder höher. Nee, das war's, Leute. Da kann ich gar nichts machen. Ja, ja, super. Wurde gerade erledigt. Das war's. Der letzte Versuch, Leute. Versuch Nummer 3. Wir sind wieder in der Nähe eines Dorfes. Kleiner als ein Grashalm. Und jetzt werde ich hier erstmal Holz abbauen. Oh, das sieht komplett verkehrt aus, Leute. Guck mal, wie klein ich bin. Und dann baue ich hier Holz ab. Wie weit ist meine Reichweite? Komme ich da oben ran? Nein. Nicht gut. Nehmen wir diesen Baum hier. Und dann werden wir direkt zum Dorf laufen, versuchen uns auszurüsten. Wir nehmen alles mit, von dem wir denken, dass wir es brauchen. Vor allen Dingen Essen, denn das war gerade ein sehr, sehr großes Problem. Ich brauche nämlich Leben, ich muss mich regenerieren. Wir haben jetzt 3, reicht das schon? Ich würde sagen, das reicht. Wir laufen jetzt direkt rüber zum Dorf. Alter, wie riesig ist dieser Villager? Hallo, Sir. Oha. Okay. Ich sehe schon Essen. Oder ist das Heu? Das sieht komisch aus, aber müsste Heu sein. Das heißt, Essen haben wir schon mal gesichert. Denn ich muss auch gleich direkt etwas essen. Schaut mal mein Leben an. Wir nehmen jetzt hier mal die Leitern. Leiter? Oh mein Gott, ich konnte die nirgends platzieren. Hä, komisch. Oh mein Gott, let's go. Keine Leiter verschwenden, sondern ich konnte über die Treppe hoch. 3 ist jetzt auch nicht so viel. Wir suchen noch mehr. Komm, ich kann hier sogar hoch. Wenn ich von hier hochhüpfe. Ja. Kiste? Essen? Wichtig. Weiter geht's. Okay, wir haben Essen. Erstmal hochheilen. Nicht, dass jetzt hier irgendwo ein Zombie aus Versehen spawnt. Okay. Und wir haben hier Hühner. Und da habe ich schon eine Idee. Muss ich nur schauen, ob wir genug dafür haben. Aber wir sind gut in der Zeit. Wir liegen sehr, sehr gut in der Zeit. Bisher ist, glaube ich, der beste Run, den wir bisher hatten. So. Werkbank. Gewachsen. Sehr gut. Sticks. Eine Holzspitzhacke. Cobblestone. 6 Stück. Wie immer. 2, 3... 4, 5, 6. Leider, aber wir nehmen noch einen 7. Leider weiß ich nicht, wie man im End das macht mit den Betten. Dass man mit explodierenden Betten den Enderdrachen besiegen kann. Das wäre natürlich auch ziemlich stark. So. Oh mein Gott, Leute. Also ihr wisst nicht, wie konzentriert ich hier gerade bin. Zack. Bread. Essen. 9 Stück. Ist ein bisschen zu wenig. Hätte ich gerne mehr. Kiste. Sehr gut. Nochmal 3. 10 haben wir jetzt insgesamt. Ich komme hier noch nicht hoch. Das heißt, ich muss noch meine Leiter benutzen. Ist aber nicht schlimm. Wir haben noch 3 und ich werde jetzt gleich mit dem nächsten Tick bin ich groß genug, dass ich hier hochhüpfen kann. Kann ich vielleicht jetzt schon? Nee, noch gar nicht. Nee. Ist aber nicht schlimm. Hier haben wir noch Essen. Sehr gut, wieder gewachsen. Und jetzt, Leute, habe ich eine Idee. Und zwar werde ich die Hühner erledigen, um Federn zu bekommen. Ich werde irgendwo zum Wasser gehen, um Gravel, also Kies zu bekommen. Diese, wie nennt man die? Ja, egal, keine Ahnung. Mann, ich bin mich einfach extrem gerade am Konzentrieren. Beruhigt euch, Leute, beruhigt euch. Ich habe alles im Griff. Wir nehmen nochmal 2 Steine mit. So, Werkbank habe ich leider jetzt vergessen, wo die war. Wir machen uns... Oh, ich bin wieder gewachsen. Brot. Wir machen uns ein Steinschwert. Hühner erledigen. Für die Federn. Federn sind Pfeile. Daraus baue ich gleich Pfeile. Wir brauchen aber für einen Bogen brauchen wir noch mehr Sachen. Sticks unter anderem und ich glaube Fäden brauchen wir. Wir müssen jetzt hier ganz schnell nochmal jedes Haus durchsuchen. Unter anderem das hier. Nichts. Entschuldigen Sie, darf ich mal Ihr Haus durchsuchen? Nichts. Gibt's doch nicht. War ich jetzt hier schon überall gewesen? Hier oben? Nichts. Eigentlich müsste alleine schon von der Mod aus hier immer müssten und Sachen sein. Ja. Ja, 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 ja. Sehr gut. Federn. Let's go, hä? Okay. Was fehlt jetzt für ein... Wow. Ach, gar nichts mehr. Okay. Bogen haben wir. Und für Pfeile, Flint, Stick, Federn. Okay. Haben wir. Wir brauchen mehr Stick. Und mehr Federn und Flint. Aber dann haben wir alles. Und dann gehen wir sehr, sehr früh zum Enderdrachen. Damit wir noch ganz viel Zeit haben, noch zum Wachsen. Weil ich werde mit einem Steinschwert, werde ich den Enderdrachen sehr, sehr langsam nur erledigen können. Sage ich euch ehrlich, das wird sehr, sehr lange dauern. Okay, 52 Stick. Jetzt brauchen wir noch Gravel. Ja, nehmen wir hier. Gravel ist ja immer am Sand oder hier am Rand. So. Also ich brauche kein Gravel, sondern diesen Feuerstein. Der kommt immer nur manchmal. Bisher 1 erst. 2, 3, 4. Bisher aber eher Pech gehabt. Bisher habe ich eher Pech gehabt. Ich werde jetzt das gleich neu hinplatzieren und wieder abbauen. Hier Stück erst. Ich sag mal, wir machen, bis ich 10 habe. Aufbauen wieder. Und schnell, 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 schnell. Wieder gewachsen. Oh, jetzt bin ich schon richtig groß, ich merk's. Komm schon, Candy, du wirst diese Challenge schaffen. Du bist ein Gewinner, Candy.
Du kannst es schaffen. Ja, ich mache das jetzt hier noch, was auf dem Boden ist, und dann breche ich ab. Denn wir müssen weiter. 6 muss reichen. Bin ich hier noch? Nee. Den noch? Ah, Mann, ey. Na gut. Federn. Das heißt, ich muss Hühner, hier vorne Hühner finden. Alter, wie viele? Bam, bam, bam. So. Essen habe ich genug, brauche ich nicht. Okay, let's go. Es geht jetzt sehr, sehr schnell zum Enderdrachen. Ich will es auf jeden Fall zumindest mal an einem gut versucht haben. Mir fehlen diese Feuersteine. Ich habe nur 24 Pfeile. Ich brauche mehr Feuersteine. Och, Mann, ey. Und wieder gewachsen. Okay, komm. Feuerstein. 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 Was? 0. Ich habe bisher keinen bekommen. Ich habe 24 Pfeile. Oh, nee, Leute. Nee. Das sieht alles andere als gut aus. Okay, komm, ich sag euch ehrlich, wir haben eigentlich alles. Ich logge ein, wir gehen zum Enderdrachen, weil sonst bin ich zu groß, das weiß ich. Let's go. Okay, let's go, Leute. Wir sind im End. Ich habe 24 Gravel, ein bisschen Holz, weil ich brauche auch Baublöcke, um ein wenig höher zu kommen. Und jetzt muss ich mit meinem Bogen diese Kristalle so ungefähr zerschießen. Einer down, daneben. Nein! Ich darf nicht daneben schießen. Was? 2 down? Oh, Mann, eher schlecht gewesen. Was ist denn da los? Hey, du Enderdrache. Ich werde dich platt machen. Vorsicht! Hä, wurde der hingeschossen? Okay. Zack. Was? Was? Ich habe den Drachen getroffen. Take aim. Leute, ist das schlecht. 3 down? Sieht nicht gut aus. Ich werde ein paar auch mit der Faust hier zerhauen. Habe ich. Runter. Bis jetzt alles gut, Leute. Boah, was war das denn? Okay. 4 haben wir down. Ich muss jetzt gucken. Da ist keiner mehr. Da oben müsste einer... Da sehe ich noch einen. Okay, dann gehen wir erstmal hier hin. Den kann ich so treffen mit meinem Mega-Aim. Bam, bam. Ich habe noch 8 Pfeile. Vielleicht sollte ich jetzt mal nicht so verschwenden. Kann ich von hier da reinschießen? Ich kann die auch wieder aufheben. Ich muss da hoch. Ich muss so einmal hoch. Ich habe keinen Wassereimer. Ich weiß gar nicht, geht Wasser im End? Damit könnte ich mich... Hä? Hier war ich schon. Okay, egal. Bam. Bam. Okay. Bam. Oh mein Gott. Oh mein Gott, komm. Okay. Langsam runter. Langsam runter. Langsam runter. Oh mein Gott. Er hat mich gehittet. Runter, 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 runter. Runter, 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 runter. Oh mein Gott. Das war so knapp. Schaut mal, wie groß ich mittlerweile bin. Let's go. Wir haben richtig viele schon down. Ich könnte es schaffen. Das könnte es sein, Leute. Das wird das epischste Video jemals auf ganz YouTube, wenn ich das schaffe. Okay. Ich gehe hier nach außen. Kletter hoch. Ich bin schon sehr, sehr groß. Okay. Weiter geht's. Jetzt kriege ich natürlich hier Feuersteine. Was? 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 Was war das denn? Ich wurde aus der ganzen Map rausgeschossen. Das ist nicht normal. Das ist absolut nicht normal. Oh Mann, Leute, wir haben die Challenge heute leider nicht geschafft. Was ihr schaffen könnt, ist mir zu einer 1 Million Abonnenten zu verhelfen. War das ein richtiger Satz? Egal, lasst mir ein Abo da, wir sehen uns. Und stopp! Wenn du bis hierhin geschaut hast, dann heißt das, dass du ein Superfan bist. Und für Superfans habe ich super Neuigkeiten. Denn ab sofort habe ich einen neuen Kanal, CandyXXL. Dort kommen lange Videos, welche euch auf jeden Fall interessieren könnten. Aktuell läuft die YouTuber-Insel 1. Wenn ihr also die YouTuberinsel 1 sehen wollt und mich unterstützen wollt, dann schaut ihr jedes Video auf dem neuen Kanal bis zum Ende. Danke, Leute. Ciao.